Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Darum geht es heute. Heute geht es um diese Flächen hier, um meine Grünfläche, die ist so ein bisschen mehr da. Und hinten meine ganz, ganz schlechte Rasenfläche, da links vom Apfelbäumchen. Ich will heute Folgendes machen. Ich will erst nochmal mähen, richtig nochmal schön kurz mähen, die tiefgeschnittenen Bereiche. Dann werde ich aerifizieren mit Hohlspoons, 16 mm Durchmesser, 10 cm tief, ungefähr 310 bis 330 Löcher pro Quadratmeter. Die ganze Fläche aerifizieren, dann müssen wir die Kors hier abschieben. Ich hoffe, meine Frau hilft. So, dann wird hier gesandet mit ungefähr 5 Liter pro Quadratmeter. Ungefähr 5 Liter pro Quadratmeter. Ich habe eine Tonne Sand geholt. Richtig, richtig guten Sand. Richtig guten Sand hier aus der Gegend. Zeige ich euch mal. Die Schüttelprobe gemacht. Ne? Der Rasenfreak lernt dazu. Ganz, ganz, ganz geringen Feinanteil nur. Wirklich, das ist kaum Millimeter. Also super gut gewaschener Sand. Er ist ein bisschen sauer. Das ist hier die Neudorf, der pH-Tester von Neudorf. Das ist so ein Grün. Das heißt, pH 5 ist relativ sauer. Ich habe aber sowieso einen relativ hohen pH-Wert nach meiner Bodenanalyse. Dazu gibt es auch noch ein Video. Ergebnis der Bodenanalyse kommt irgendwann in den nächsten Wochen oder auch nicht. Oder weiß ich nicht. Also kommt bald. Das heißt, es kann ruhig ein bisschen sauer sein, der Sand. Muss man natürlich darauf achten. Ist nicht ganz optimal. Aber er ist hier aus der Nähe, halbe Stunde entfernt. Ja, die Tonne haben wir da. Jetzt gleich mal, hier, ich blende mal hier so ein kleines was ein. Ja. Ja, Beachbody. Beachbody. Okay, so, also wir werden dann sanden. Dann werde ich mit meinem Greensmaster, mit dem Rakel-System vorne und hinten mit dem Bürstenwagen, werde ich jetzt hier den Sand dann einarbeiten in die Löcher. Da muss er natürlich auch mal ein bisschen abtrocknen. Das müssen wir mal gucken, wie das Wetter jetzt hier mitspielt. Gerade haben wir super Wetter. Richtig sonnig, da hinten kommen schon wieder schwere Gewitterwolken. Wir hatten schon Hagel gehabt, wir haben Regen gehabt, aber wir haben mal wieder Regen gehabt jetzt in den letzten Tagen. Was sind das hier? Na, das ist 2 Wochen kein Regen. Immerhin, also ein bisschen Regen. Was haben wir hier? 4 Liter auf einen Quadratmeter. Ja, boah, noch nicht so doll. 4 Liter auf einen Quadratmeter. Aber immerhin, man merkt das auch, der Rasen zieht hier gleich wieder an. Die Nährstoffe werden aktiviert. Ach genau, und dann werde ich hier noch düngen anschließend. Die zweite Düngung steht an. Also das ist ja alles jetzt richtig cool getimed. Und dann soll es wieder wachsen. Warum Sand? Warum gewaschener Sand 02? Ich habe hier unzählige Videos gemacht darüber. Kurz zusammengefasst, ich will vor allen Dingen die Fläche hier glatt ziehen, dass sie wieder ein bisschen glatter wird noch. Gerade das Grün soll noch ein bisschen glatter werden. Sand sorgt dafür, dass die Oberfläche schön trocken bleibt, dass der Boden gut belüftet wird, ne, dass das Wasser gut eindringen kann in den Boden. Aerifizieren, ne, wie so eine Drainagewirkung, kann das Wasser schnell zu den Wurzeln runterlaufen. Sand sorgt auch dafür, dass die Mikroorganismen sich wohlfühlen, Luft in den Boden reinkommt, damit das Bodenleben aktiviert wird, dass die Nährstoffe freigesetzt werden. Also wie schon so oft gesagt, Sand ist immer super, immer richtig und ja, und es ist immer eine Menge Arbeit. Viel Spaß beim Zuschauen. Yeah. Da schlägt das Wetter schon wieder um. Ich gehe jetzt hier brutal auf 8 mm runter. Immer tiefer. Wir wollen ja immer noch tief kommen. 8 mm. Oh. Das geht langsam an die Grenze hier. 9. Oha, bis 5 geht er nur. Und ich habe auch nur die 8 Messerspindel drauf, egal. Mal gucken, ob ein paar Rippchen kommen. Ja, jetzt schön runterraspeln. Jetzt wird er gequält. Jetzt wird er gequält. Der Rasenfreak quält sich auch. We'll be right back.
So. Huiuiui. Sieht gut aus. Oh, super. Oh. Immer das Gleiche. Ihr wollt es doch sehen, oder? So, weiter geht's. Raspeln wir ihn runter, raspeln wir ihn runter. Ja, lieber Rahmenfix, das ist eine der aufwendigsten, verrücktesten, coolsten und sinnvollsten Maßnahmen, die man überhaupt im Bereich der Rasenpflege machen kann. So, holen wir mal Sandy raus. Sandy, oh Sandy, du musst nicht traurig sein. Ah.
habe jetzt hier beim Topdresser auf den größeren Öffnungswinkel hier gestellt. Also ich kann jetzt hier deutlich weiter öffnen, weil ich ja 4 bis 6 Liter pro Quadratmeter rausballern will. Da ist noch ein bisschen feines Zeug drin, 0,1. Das haue ich ja gleich hier vorne raus. Am Anfang ist man immer voll motiviert. Richtig fette Schaufeln. Eine Stunde später ist vorbei. So am Ende. Der Sand ist halt jetzt leicht feucht. Das heißt natürlich, dass der erstmal abtrocknen muss auf der Fläche. So. Reicht für den ersten Test. Wahnsinn. Bin ich mal gespannt, was er jetzt rausballert. Wow. Ja gut, das ist jetzt der 01er noch. Na komm. Anderthalb Liter. Ja, das sieht gut aus. Lassen wir es mal so. Fingerheitsleine. Leer. Boah. Da ist ja schnell weg das Zeug hier. Noch eine Ladung. Und das war's.
Der Rakel. Ich will die Bürste noch anmachen. Oh. Wir ziehen erst mal glatt. Spring an. Etwas zu breit. Schön verteilt, schön glatt gezogen. Wow. Er muss noch mal jetzt abtrocknen, der ist noch nicht trocken. Und da muss ich ihn noch mal mehr in die Löcher reinbürsten. Die Löcher sind noch nicht. Er ist noch zu feucht. Trocknen, trocknen, trocknen. Das Wetter spielt mit. Wahnsinn. So, nach unzähligen Stunden ist jetzt mein Bürstenwagen fertig. Und jetzt kommt genau folgender Punkt. Vorne wird geglättet, hinten wird eingebürstet. Premiere, absolutes, ja. Ich glaube, ich bin der Erste überhaupt auf der Welt, der diese Kombination hat. Lass ihn mir patentieren. Lass ihn mir patentieren. Sensationell.
Ja, lieber Rasenfreak, das war der zweite Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das ist wirklich echt hier was für Verrückte. Für den Rasenfreak. Wirklich was für Verrückte. Na gut, ich werde jetzt noch schnell düngen. Und dann kommt auch nach der Regen, hoffe ich mal, richtig viel Regen. Ja, ich dünge das noch schnell. Oh, das kriegen wir noch hin. Die ganze Fläche wird noch mal gedüngt. Ne, der Sand ist wasserdurchlässig. Der Dünger kann jetzt richtig tief in den Boden eindringen, kann hier schön an die Wurzeln gelangen. Und dann boom, ihr werdet sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Besser kann man es nicht timen. Ich habe es gestern Abend nicht mehr gefilmt. Ich habe noch gedüngt, so mit letzter Kraft. Und heute Nacht und heute den ganzen Tag Regen, immer wieder Regenschauer. Perfekto. Yes!